Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem Advanced Warfare Multiplayer Gameplay Video. Dieses Mal wieder nachkommentiert, nachdem die letzten Videos ja alle so ein bisschen im Griff ins Klo waren, habe ich gedacht, okay, machst du jetzt mal wieder so mit nachkommentiert und spielst einfach mal ein bisschen und frappst das Ganze und suchst dann ein paar schöne Runden raus. Ich muss sagen, das war so ziemlich die erste, die ich in der Lobby gespielt habe, glaube ich sogar. Ich brauche ja immer so ein bisschen, um reinzukommen, ein, zwei Runden, weil sonst läuft da gar nichts. Das mache ich nie wieder, dass ich aufnehme, direkt, wenn ich hier mich dran setze und anfange. Über weite Strecken echt eine gute Runde. Ein paar kleine Fails sind dabei, aber das ist ja bei mir nicht ausgeschlossen. Aber ich dachte mir, okay, jetzt guckst du mal, dass du wieder was zeigst, das ein bisschen ruhmreicher vielleicht aussieht. Na, hier eine DNR-Bombe oder so, das braucht er von mir vorerst nicht zu erwarten. Wobei man die eventuell ja gar nicht kriegen kann in dem Spielmodus. Das ist Free-for-All-Instinct. Problem ist schlicht, Free-for-All endet ja mit 30 Kills. Und ja, die DNA-Bomb erfordert ein 30 zu 0. Also könnt ihr euch vorstellen, wie sehr man sich da in den Arsch beißt, wenn man die denn erspielen würde in diesem Modus und da das Spiel rum ist und du das gar nicht mehr nutzen kannst. Das ist doch scheiße. Wieso muss es 30 sein? Es könnte doch wenigstens 29 sein oder so. Jetzt nicht, damit es leichter zu erreichen ist, aber damit man auch was davon hat. So nützt es in dem Spielmodus halt gar nichts. Wobei im Free-for-All 30-0, also ja, ist glaube ich eh schwer zu erreichen. Und ja, weiß auch nicht. Das fand ich zum Beispiel cool hier jetzt gerade, der Doppelabschuss, ne? Das hat gefetzt. Ich spiele nach wie vor mit der HBR A3. Ich habe mir überlegt, weil viele YouTuber ihren Waffen ja lustige Namen geben, am naheliegendsten wäre doch der Herbert. Ja? Also der Herbert und ich, wir sind ja jetzt schon relativ lang zusammen unterwegs und ich habe den jetzt wieder leicht modifiziert. Ich weiß nur nicht, ob das in der Runde war. Ich habe jetzt einfach mal diesen Vordergriff durch einen Schaft, ist das glaube ich. Na, dieses Ding hier, was die Wendigkeit ein bisschen erhöht. Da dreht er sich auch irgendwie schneller beim Zielen, da war ich anfangs ein bisschen überfordert, aber ist eigentlich eine ganz coole Sache. Jetzt habe ich mir einfach beide Sets reingezogen, um mal so ein bisschen, naja, sag ich mal, die Abwechslung zu haben. Zum einen eben dieser Aufbau mit dem Vordergriff und mit dem Schaft. Je nachdem, welche Map man dann spielt, ist es eine besser und das andere schlechter, kann man so sagen. Fliegerass. Da habe ich übrigens dann hier die rote Baron-Mütze bekommen, allerdings auch nur für 30 Minuten. Jetzt weiß ich wenigstens, woher diese blöde, wo der scheiß Bluthelm immer herkommt, den ich da jedes Mal fast ziehe. Na gut, jedes Mal ist übertrieben, aber... Also ich hab's natürlich nicht ganz hundertprozentig. Aber der Bluthelm, der müsste eigentlich dadurch kommen, wenn man hier die 5er-Kill-Serie schafft, ohne zu sterben. Da kriegst du auch immer diese Medaille Blutrünstig. Und da passt der Bluthelm doch eigentlich ganz gut. Kopfjägerhelm gibt's scheinbar auch noch. Beziehungsweise halt scheinbar, den hatte ich. Ich hab's nur irgendwie verballert und irgendwann kam dann die Meldung, ja, ist abgelaufen. Ja, scheiße. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich mal den geholt habe. Wahrscheinlich habe ich Köpfe gejagt. Ha! Auf jeden Fall, ihr seht schon, also es läuft ganz gut. Nur dieser Reaper, ne, der hat mich so ein bisschen geärgert, weil der ist verdammt gut gewesen. Der hat auch die Runden davor alle gewonnen. Beziehungsweise, ja, zumindest die zwei. Bei der ersten Runde bin ich also zugejoint, da war eh nichts mehr zu machen. Und naja, bei der zweiten Runde, da war ich einfach auch noch nicht so ganz drin. Da hat er mich dann auch ziemlich zerbumst. Keine Ahnung. Er hat mich auf jeden Fall ziemlich heftig auseinandergenommen. Da hatte ich dann auch keine Chance. Also der ist echt gut und der spielt ja nur mit der Pistole. Ja, mit dieser Revolver-Dings da. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil da habe ich ihm sein Fernlenkgeschütz geklaut und er hatte nicht mal eine Bombe drin. Das war echt eine geile Aktion, also das hat mir gefallen. Der Jeep, oh. Ja, was gibt's sonst noch so zu erzählen? Ich habe ja jetzt bald das Level 50 erreicht, also ist es nicht mehr weit. Das werde ich wohl die nächsten Tage noch in Angriff nehmen und dann geht's in den Prestige-Modus. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Plan, was ich dann da machen muss oder was da passiert. Also ich kenne es noch von Modern Warfare 3, aber so intensiv habe ich das ehrlich gesagt nie gespielt, weil ich da ja schlicht einfach scheiße war. Also noch scheißerer als hier gerade. Scheißerer, das Wort gibt's gar nicht. Aber da wird, soweit ich weiß, dann alles zurückgesetzt. Nur ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Perks auch gehen und das ganze Zeug. Wäre natürlich schade. Ne? Aber ich werde es mir mal ansehen. Und da wird es auf jeden Fall...
Ey, das ist so cool mit dem Geschütz. Ich sollte mir das echt mal als Standardausrüstung wieder reinziehen. Weil das ist schon effektiv, wenn man das taktisch gut platziert. Ich habe das am Anfang einfach schlicht unterschätzt. Weil, ja, wahrscheinlich habe ich es immer scheiße gestellt, ne? Wenn man das natürlich hier mit einem Geschütz an die Wand stellt, ist klar, dass nichts dabei rauskommt, aber die Position ist eigentlich ganz nett. Und also alles in allem wirklich echt eine geile Runde gewesen, die sich jetzt bald dem Ende neigt. Ja, der blöde Hund hier, ne? Hat er mir mein Geschütz gekillt. So eine Sauerei. Das gibt's ja gar nicht. Dass der sich das traut, ist echt, also fass ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mich gerecht. Und zwar hier. Blutrünstig. Und den habe ich voll übersehen. Und trotzdem habe ich es geschafft, irgendwie. Ich war nur nicht sicher, ob ich da jetzt beide Kills bekommen habe, aber ich glaube ja. Also, ja, was willst du da sagen? Top-Runde. Also, wie gesagt, bis auf ein paar kleinere Botches, aber das war dann der finale Schuss und ja, da habe ich sie dann auseinandergenommen. Ein herzliches GG vom Reaper habe ich noch bekommen und ja, das war eigentlich eine geile Runde. In der nächsten Folge läuft sie übrigens ähnlich gut, sage ich euch schon mal im Voraus. Und ja, ich hab da noch ein bisschen was zu erzählen über den Survival-Modus und so weiter. Ja, dann hoffentlich hat es gefallen. Dürft das Video gerne teilen, bewerten, kommentieren und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.